Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Wir sind hier auf Takagana. Da haben wir anscheinend einen schönen Meteor, den wir uns ja gönnen können. Fliegen wir doch gleich mal hin. Schöner Komet. Na komm. Jawohl, geht doch. So, Freunde, hätten wir es auch schon erledigt? Dann würde ich mal sagen, landen wir mal. Jawohl. Auf nach Takodana. Weiß ja zum Glück, was uns alles erwartet. Wenn man die Filme geguckt hat. Ach ja. Mars Castell. Schön, dass Han Solo da unten schon wartet. Ein kleiner Bug. Kommen wir doch ran, oder? Oh, ey. Anscheinend kann man da nicht hoch. Erstmal. So kann man es auch machen. Wozu sollte ich jetzt auf diesen Baum rauf? Weiß ich noch nicht. Bin ich aber gespannt, was hier oben ist. Eine Höhle. Hey, wie seid ihr hier hochgekommen, Leute? Na dann. Laufen wir mal zurück, wa? Wir müssen schließlich hier hinten hin. Zum Level starten. Also ist es besser, wenn ich rede. Und was noch wichtiger ist, starrt sie nicht an. Okay. Han Solo! Oh Mann. Hallo Mars! Ich vermute, du brauchst irgendwas. Würdest du diesen Droiden für mich zu Leia bringen? Nein. Du bist vor diesem Kampf schon viel zu lange weggelaufen. Bitte, wir brauchen ihre Hilfe. Komm schon, BB-8. Aha. Der Betrunkene da hinten. Es ist nichts. Ich will mich nur mal umsehen. Komm schon, Mars. Was willst du dafür? Wie wäre es, wenn du mal das Schiff zurückgibst, das du dir von mir geborgt hast? Hey, du hast gesagt, das war ein Geschenk. Ein Geschenk an mich. Vom Clan der Hutten, das ich dir geliehen habe. Ja, tja. Leider habe ich es nicht mehr. Das kommt auf deine Rechnung. BB-8? Ah, geht also, noch nicht. Was hat es mit dem Mädchen auf sich? Tja, ich kann dir sagen, sie steht direkt neben euch. Oh, Mars, die Statue da draußen, ist die neu? Aha. Okay. Ein Rätsel schon wieder. Jetzt gucken wir mal, was ist. Kannst du aufhören, da zu kreischen? Das geht dann ja auf den Keks hier. Mann. Okay, das können wir nicht bewegen anscheinend. Das ist wahr. So. Zu lernen, du hast.
Schön, diese Zitate. Oh, Baby, ach du Idiot. Gut, machen wir es anders. Naja. So. Zack. Dann schauen wir doch mal. Sehr schön. Danke, BB8. Aber jetzt zerstören wir erstmal alles ein bisschen, bevor wir da die Truhe öffnen. Dieses Lichtschwert gehörte einst Luke und davor seinem Vater. Und jetzt hat es nach dir gerufen. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Okay. Lass das Lichtschwert einfach liegen. Ah, der kann gut jonglieren. Das war die Republik. Die erste Ordnung war es. Oh. Oh nö, die schönen Luftballons. Wo hast du es her? Nimm es. Finde deine Freundin. Diese Bestien. Sie sind hier. Ray. Ray. Wo ist sie? Los, weiter. Auf nach oben, Freunde, auf Gefechtsstation. Los, 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 es ist keine Übung. Alle mal auf Gefechtsstation sofort. Und du da hinten in der Ecke, hör mal auf, in der Nase zu popeln. Auf Gefechtsstation. Hoppala. Sorry, Joey. Zack, 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 geht das hier. Jetzt könnt ihr nicht mehr blocken. Aber wir wollen ja alles sauber hinterlassen. So, zack. Nein, du sollst stürmen. Haltet sie auf! Womit, ihr Anfänger? Oh, damit vielleicht. Okay. Freund von dir? Nicht direkt. Tja, er scheint auf eine ordentliche Begrüßung zu bestehen. Ja, dann vermögen wir ihn mal, wa? Das ist ja ein guter Mann. Ach Leute, lass doch meine Freundin mal in Ruhe. Und du lässt meine Freundin auch in Ruhe hier. Und du auch. Mann, das ist doch nicht mehr erträglich hier, wenn die ganze Zeit rumballert. Ich will mal eine Ruhe haben. Jetzt bloß nicht den Kopf verlieren. Mann, reißt doch kein Bein aus. So. Ach, kommt schon, Leute.
Nein, nicht die Zivilisten. Nur die hier. So, bist du hier. So. Ah. So. Home run. Das Mädchen, von dem ich so viel gehört habe. Die Karte. Du hast sie gesehen. Ich habe keine Karte gesehen. Vergesst den Ruinen. Wir haben, was wir wollten. Ist das so umgehen, aber habt ihr nicht. Habt ihr das gesehen? Er hat sie mitgenommen. Sie ist weg. Ja, ja, ich weiß. Er weiß, was kommt. Du hast eine andere Frisur. Dieselbe Jacke. Nein, die ist neu. Ich hab ihn gesehen, Lea. Ich hab unseren Sohn gesehen. Er war hier. Wir fliegen zurück zur Basis auf der K. Dort können wir weiterreden. Ja. Wäre vielleicht besser. Schade, dass es kein Level war, aber naja. Wir kriegen ja bestimmt noch ein Level. Mir sieht gelangweilt aus. Kommt her, erfahrt was Neues. Nein. Auf nach der K. Direkt zur Basis des Widerstands. So, wo ist unser Falke? Im Überraum sehen wir ihn nicht. Ach, da ist er. Wollte gerade schon sagen, hat er irgendeine Stealth-Technik? Das wäre ja cool gewesen. Was ich mich frage, die haben in Star Wars The Clone Wars so eine Stealth-Technik gehabt, ne, dass das optisch unsichtbar ist und für Sensoren. Warum haben sie das nicht weiterverfolgt? Das wäre cool gewesen. Absolut genial. Basis des Widerstands. Ah ja. Ich werde diesmal auch nett sein. Ich habe neue Tipps für euch. Ah. Geschichte fortfahren, ja bitte. Ho? Ho Dameron, du lebst noch? Kumpel. Was ist mit dir passiert? Ich bin aufgewacht und du warst weg. Das Schiff, alles. BB-8 sagt, du hast ihn gerettet? Wir sollten mit General Organa reden. Sie wird hören wollen, was du zu sagen hast. Komm, BB-8. Na dann, wenn ihr meint. Solo. Ich bin es, C-3PO. Vermutlich erkennt ihr mich nicht aufgrund meines schicken roten Armes. Wie ich zu ihm gekommen bin, ist eine interessante Geschichte. Wen nennst du hier einen alten Langweiler? Ich mal. General, ich bedauere Ihnen das sagen zu müssen, aber die Karte von BB-8 ist unvollständig. Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde Luke finden und ihn nach Hause bringen? Die Auswertungen der Daten von Snaps Aufklärungsflug bestätigen Finns Bericht. Das war der Todesstern. Und das ist die Starkiller-Basis. Die Waffe, die das Hosnian-System zerstört hat. Moment. Falsche Auflösung. Die erste Upsala. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist ihr nächstes Ziel. Alles klar. Wie jagen wir das Ding in die Luft? Irgendwo in dieser Basis muss ein Thermalgenerator sein. Die besitzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Ich kann ihre Schilde abschalten. Yay! Aber dafür muss ich dort sein, auf dem Planeten. Wir fliegen dich hin. Yay! Wieder was in die Luft jagen, cool. Freut uns alle.
Dann sehen wir mal zu, dass wir hinkommen, wa? Oh. Effektives kleines Geschütz. Sorry, T1PP. Wird nochmal vollkommen. Starkiller-Basis, jawohl. Will ich fortsetzen. Das ist geschichtlich nicht korrekt. Will ich mal so anmerken. Und schon wieder fliegen wir in den Hyperraum. Wie habe ich das Gefühl, wir straxen hier nur von einer Story-Fortsetzung zur anderen. Naja. Wir haben bestimmt nochmal die Gelegenheit, alles uns in Ruhe anzuschauen. Au, au, au. Der Abwassertunnel liegt hinter dieser Anhöhe. Durch den kommen wir rein. Suchen wir Ray. Wo bin ich? Du bist mein Gast. Ich weiß, du hast die Karte gesehen. Und jetzt gibst du sie mir. Aus mir wirst du gar nichts rauskriegen. Gib mir die Karte! Niemals. Warte hier. Diese Schrottsammlerin hat dir widerstanden? Die Macht ist stark bei ihr. Dann müssen wir den Widerstand vernichten, bevor sie zu Skywalker gelangen. Waffe bereit machen. Oberster Anführer, ich bekomme die Karte von ihr. Bring sie zu mir. Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Ich werde jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Cool. Oh, was für eine Qual. Je länger wir sind, desto schwieriger wird es für uns. Die Schilde. Ja, darüber habe ich schon nachgedacht. Oh. Nicht gut. Eindringlinge! Rebellen sind in die Basis eingedrungen. Eliminiert sie auf der Stelle. Sonst komme ich persönlich runter und das wollt ihr nicht. Ehrlich gesagt schon. Fatma wird sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, persönlich runterzukommen. Und dann bringen wir sie dazu, die Schilde auszuschalten. Ganz einfach, was? Hey, nicht weglaufen. Sie sind alle nutzlos. Immer muss ich alles selber machen. Was hattest du für eine Arbeit, als du hier warst? Sanitärdienst. Sanitärdienst? Los putzen. Ja, da müssen wir noch mehr Sturmtruppen finden, wa? Oder kommen wir so rein? Nee, da kann nur Phasma rein, okay. Da müssen wir früher gucken, dass wir irgendwo. Wartet nur, bis Phasma euch erwischt! Hey, den Typen kenne ich! Ah! Hey! Nicht cool. Ist das ein Fuki? Nee, das ist ein haariges Fellknäuel. Das laufen kann. Na, natürlich ist das ein Fuki. Was für Rückzug? Wir fangen gerade erst an, die Spaß zu haben. Ich weiß gar nicht, was das alles für Spielverderber sind hier.
immer das Lichtschwert? Habe ich nicht. Schade. Mann, ihr könnt einen gut trainierten Klon nicht aufhalten. Kabum. Hey! Eine schöne Verkleidung. Ich will die wieder anziehen. So. Ah, Schneetruppen, die kommen gerade von Außendienst. Und werden warm empfangen mit Lasern. Finde ich sehr gut. Ah. Falscher Text, Freunde. Oh, kann man hier viel Stats sammeln? Finde ich gut. So, dann haben wir gleich alle. Na, guck mal, hier muss man das machen. Das können wir doch. Aha, 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 aha. Sehr schön. Wunderschön. Wenigstens haben wir ein Minikit gesammelt. So. So geht's noch viel schneller und effektiver. Na dann. Hübsches Sofa. Die Kissen sehen nicht schlecht aus. So. Gucken wir mal, dass wir noch irgendwie hier so eine Sicherung vielleicht finden. Die finden wir wahrscheinlich hier hinter. Vermute ich mal. Aber wir gucken mal. Ah, Hallöchen. Wo geht's denn hier lang? Ah. Schade. Aber gut, wir hätten da sowieso nicht hingekonnt. Naja. Was auch sonst. Ne, Freunde. Wenn man schon sonst keine Probleme hat. So, die kriegen wir nicht auf. Machen wir Schnellfeuer für. Und da oben können wir uns zwar ranziehen, aber das bringt ja nichts. Aber wir müssen noch Sturmtruppen finden. Aber bevor wir dann gleich hier in die Mission weitergehen. Na guck mal, hier, warten sie schon. Drei Sturmtruppen. Jetzt aber noch zwei. Ah, da hinten ist es ein Sturmtruppler. So. Das hätten wir doch, oder? Ach, sie rastet aus. Dann kümmere ich mich eben selbst um euch. Ja. Ach, da ist die Sicherung. Ah. Okay. Na los. Ach nee, du.
Habe ich keinen Bock drauf. Wenn wir Phasma fangen wollen, brauchen wir unbedingt diesen Energiekern. Feiglinge, hört auf, euch zu verstecken. Euer alberner Widerstand ist bald vorbei. Wenn sie da drauf trifft, bekommt sie den Schock ihres Lebens. Es hat geklappt. Jetzt ist euch das Lachen vergangen, was? Hör auf, große Brüche zu reißen und schnapp sie dir. Eindringlinge entdeckt. Auf ihre Position verrücken. Ach Mann. Hey! Sorry, Han. So, habe ich erstmal in die Luft gepflegt. Hey! Ah, da ist er wieder. Dieser Plan kann nur funktionieren, wenn wir den Energiekern einsetzen. Für mich ist das immer noch eine Sicherung. So, dann gucken wir doch mal. Sprinten wir mal hinter ihr her und dann schießen wir sie mal an. Hoffen wir mal hier rüber. Guck, was jetzt für eine Falle aktiviert wird. Ah, bauen wir mal das auf der Seite. Das sieht gut aus. Ein Magnet. Das wird sie lehren, keine Chromrüstung mehr zu tragen. Ha. Zbong. Kontrollraum. Dort können wir den Schild ausschalten. Ah. Ha! Jetzt seht ihr in eurer Metallrüstung ziemlich alt aus. Wird nicht überheblich, Kleiner. Ich mache keinen Fehler zweimal. Anscheinend hast du ihn ja gerade zweimal gemacht. Nur so. Weitergehen. Wenn ihr auch nur einen Moment nicht aufpasst, werde ich euch alle ausschalten. Naja, machen wir. Öffnen wir bitte die Tür. Dankeschön. Machen Sie die Tür auf. Los! Soll ich euch den Eimer vom Kopf pusten? Schilder abschalten! Du machst einen großen Fehler. Weitergehen. So. Schilde unten. Gibt's hier irgendwo einen Müllschacht? Eine Müllpresse? Wie geht's tatsächlich? Finn, was machst du denn hier? Wir retten dich. Erst flüchten, danach umarmen. Ja. Spreche ich auch. Schießt das Ziel, konzentriertes Feuer, nehmt so viele Angriffe, wie ihr könnt. Ach, ein Volltreffer, aber es hat nichts gebracht. Ah. Wir haben jede Menge Sprengladungen dabei. Wir sollten sie benutzen. Wenn ihr da rein wollt, muss ich den Stromkasten finden. Ah,
Die Kleine weiß, was sie tut. Ja, bin ich auch der Überzeugung. So, Starkiller-Königin haben wir abgeschlossen. Sehr gut. So. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Reingehauen. Ciao, ciao.